Bayern ist dabei, ja? Transfer-Seminar, scheiß drauf, geht auf die Straße, ja? Aufruf zu einer Demo gegen Studiengebühren, gestern Mittag in der Mensa der Uni Würzburg. Klaas Meyer versucht noch möglichst viele Studenten zu mobilisieren. Ich bin ein sehr sozialer Mensch und ich finde, jeder sollte Bildung frei, kostenlos bekommen und niemand sollte von Studien oder allgemein von Bildung ferngehalten werden, nur weil er sich nicht leisten kann. Jeder hat das Recht auf Bildung. Währenddessen im Unicafé. Hier arbeitet Sebastian Rennert 19 Stunden in der Woche. Von zu Hause bekommt er keine finanzielle Unterstützung. Das Studium kommt daher manchmal zu kurz. An den Tagen, an denen ich arbeite, mache ich normalerweise nichts mehr anderes. Außer vielleicht abends noch ein, zwei Stunden oder sowas, was lesen oder halt was jetzt eben nicht so anstrengend ist, weil es relativ stressig ist, wenn ich hier fertig bin, dann bin ich normalerweise auch halbwegs müde zumindest. Am Nachmittag schaut Sebastian bei der Infoveranstaltung der Demonstranten vorbei. Er studiert im 8. Semester Sport und Deutsch für Gymnasium. Vor seinem Studium hat er schon eine Berufsausbildung zum Bauzeichner gemacht. Jetzt zahlt Sebastian 500 Euro Studiengebühren pro Semester. Für ihn eine Investition in die Zukunft. Sozial ungerecht findet er das nicht. Ich finanziere mich ausschließlich selbst und ich kriege das hin und ich denke, es ist eine Frage von der Motivation für dieses Studium. Lange diskutieren kann der 28-Jährige nicht. Er ist unterwegs zu Job Nummer 2 als Hilfstutor für Sportstudenten. Auf seinen Beruf als Gymnasiallehrer freut er sich schon. Und der Job ist sicher. Überhaupt, ein Studium lohnt sich. Rund 1500 Euro mehr Einkommen bringt ein Studium Monat für Monat. Und die Arbeitslosenquote von Akademikern ist mit 1% außerordentlich gering. Letzte Vorbereitungen für die Demo. Die Organisatoren sind zuversichtlich. In Hessen wurden die Studiengebühren vor einem Dreivierteljahr wieder abgeschafft. Das macht ihnen Hoffnung. Hessen hat gezeigt, wenn man viele Aktionen hintereinander macht und ständig darauf weiter auf das Thema einwirkt, mit Demos, Aktionen, dann kann man was bewegen. Und ich denke mal, das ist nur der Anfang hier in Würzburg. Einen ersten Erfolg können die Studenten schon verzeichnen. Am Montag trafen sich Studienvertreter der bayerischen Universitäten vor dem Wissenschaftsministerium. Über 31.000 Unterschriften hatten sie zuvor für eine Petition gegen die Studiengebühren gesammelt. Abschaffen will der Minister die aber nicht. Studiengebühren sind deshalb wichtig, um die Studienbedingungen für die Studentinnen und Studenten zu verbessern. Das heißt also zum Beispiel längere Öffnungszeiten in den Bibliotheken, bessere Ausstattung der Büchereien, bessere EDV-Ausstattung, bessere Betreuung durch Tutorien und so weiter und so fort. Und das können die Studenten auch mit ihren Hochschulleitungen diskutieren und entscheiden. Zurück nach Würzburg. Es regnet in die Mensa, doch für Reparaturen sind die Gebühren nicht gedacht. Und Sebastian ärgert sich, dass sich seit Einführung der Gebühren so wenig an der Uni verbessert hat. Es ist einfach so, dass auf 30 Plätze sich 120 Leute anmelden und dass die Chancen relativ gering sind, den Kurs dann noch zu bekommen. Also das ist auch für viele Studenten halt so, dass man sich dann das zweite oder dritte Semester nochmal auf den Kurs bewerben muss, obwohl man eigentlich schon was anderes vorhat oder was anderes geplant hat für das Studium. 13 Millionen Euro mehr bringen die Studiengebühren der Würzburger Uni pro Semester. 200 neue Dozenten konnte der Präsident dafür einstellen. Diese Studienbeiträge sind ein kleiner Beitrag dafür, Studienbedingungen zu verbessern. Aber insgesamt für das, was wir eigentlich bräuchten an Geldern, reicht das natürlich überhaupt nicht aus. Heute Vormittag rund 4000 Studenten allein in Würzburg. Damit sind die Erwartungen der Organisatoren weit übertroffen. Ich bin total glücklich, das läuft. Und ich glaube, damit zeigen wir in Neubisch, dass Studiengebühren immer noch ein Thema sind. Sebastian hat sich am Ende gegen die Demo entschieden. Er bereitet sich lieber in der Bibliothek auf ein Seminar vor. Seine Zeit ist schließlich knapp bemessen und eigentlich findet er die Gebühren ganz okay. Er will sich sein Studium nicht ausschließlich von der Allgemeinheit bezahlen lassen.